Meine Damen und Herren, wir sind in den Konfidenzintervallen nach wie vor. Wir brauchen noch ein zweites Video, was bei so einem dichten, ja auch theoretisch dichten Thema wie der Inferenzstatistik und dieser etwas um die Ecke gedachten Idee von Neumann, nämlich ein Konfidenzintervall zu bauen, was on the long run tut, was es soll. Da braucht man ruhig mal noch mal ein zweites Video, in dem wir jetzt ein bisschen die Anwendung uns anschauen. Das erste, was ich Ihnen heute letztlich nachtragen wollte, weil es im anderen Video zu kurz kam, hätte man dort auch machen können, ist zu sagen, funktioniert es denn? Das ist ja schön, wenn Neumann sagt, hier bitte schau mal so einen Z-Wert nach, der von einer Normalverteilung so und so viel Fläche abschneidet, multipliziert es mit dem Standardfehler aus deinen Daten letztlich, den du von dort geschätzt hast, muss man ja sagen, mit Standardabweichung und N. Und dann berichtet es so und dann wird es schon gut gegangen sein. Dann wirst du schon in 95% der Fälle oder in 90% der Fälle, was immer du wolltest, den wahren Wert auch überdecken. Wir können uns hier mal eine Simulation anschauen, ob das eigentlich funktioniert. Das ist eine wunderschöne Website, die heißt Scene Theory. Die kann ich Ihnen generell nur empfehlen. Das ist von der Brown University. Da sind auch ganz schöne Beispiele zum Münzwurf drin, zu sogenannten, ja, zum Erwartungswert. Viele Dinge, die, glaube ich, Ihnen in der Statistik 1 sehr nützlich sind, Seeing Theory, probieren Sie das gerne mal aus. Und wir sind jetzt hier gerade in dem Kapitel, was dort frequentistische Inferenz heißt. Das ist das, was wir machen, oder? Ich sage immer, Inferenzstatistik machen wir gerade in so einem frequentistischen Rahmen. Also wir wollen Verfahren haben, die on the long run sich verwirklichen oder on the long run dem zentralen Grenzwertsatz folgen. Also, was sehen wir hier? Wir sehen eine Normalverteilung oder eine ziemlich wohlgeformte symmetrische Verteilung auf Populationsebene. Wir sehen ebenfalls einen unbekannten Wert, μ, der hier eingezeichnet ist. Unbekannt deshalb, weil er normalerweise wir ihn nicht kennen würden. So ist es jetzt bei einer Simulation, da spielen wir Gott, da kennen wir die Population, wir haben sie sogar ganz genau selber entworfen, dieses Orangene da oben. Und das hat natürlich einen Erwartungswert, also einen Mittelwert, μ. So, aus dieser Population da oben werden wir jetzt Stichproben ziehen. Das sehen Sie hier an der Seite. Choose a sample size n und ein Confidence Level 1 minus Alpha. Das sind genau die zwei Zutaten, von denen wir auch im letzten Video gesagt haben. Die sollten natürlich in die Größe des Konfidenzintervalls eingehen. Also n Wurzel n geht direkt ein, weil es den Standardfehler größer oder kleiner macht. Bei gegebener Standardabweichung auf Populationsebene, also bei gegebenem Sigma, natürlich hängt es dann nur noch vom N ab, der Standardfehler, ob der groß oder klein ausfällt. Und die Sicherheit sollte, auch das sollte im letzten Video klar geworden sein, dazu führen, wenn ich mich mit einer kleinen Sicherheit zufrieden gebe, habe ich einen relativ kleinen Margin of Error. Und wenn ich große Sicherheit will, dann brauche ich, wie ich dann an der Stelle gern mal sage, immer einen großen Torwart mit langen Armen, der sicherstellt, dass kein Ball an ihm vorbeigeht. Dann muss ich die Arme lang machen, sozusagen. Ja? Also, und aus dieser Population samplen wir jetzt hier mit n gleich 8 und 90%igen Konfidenzintervall. Das Lustige an dieser Simulation ist, dass man jetzt also einfach hier unten sagen kann, Start Sampling. Und jetzt können Sie sich das vorstellen, wie eine Bachelorarbeit nach der anderen mit n gleich 8, die wir durchführen. Sie alle machen jetzt Bachelorarbeiten zu einem Thema, zum genau gleichen Thema, nämlich irgendwie dem Schätzen der Körpergröße oder sowas unglaublich Interessantem und bekommen dann natürlich jedes Mal einen Mittelwert. Der sollte also jetzt jedes Mal ein bisschen anders ausfallen. Und wir bekommen jedes Mal dazu ein Konfidenzintervall. Und los geht's. So, erstes Sample, zweites Sample, drittes Sample, viertes Sample und so weiter. Und was dann immer rauskommt, was hier so schön runterregnet und dann hier runter wegfährt, sehen Sie das? Rote da. Das Rote war ein Konfidenzintervall, das also, wo es nicht geklappt hat. Da kommen noch ein paar. Wo man also sagen muss, weil wir ja den wahren Wert nun mal kennen, sehen wir auch, wenn es schiefgegangen ist. Denken Sie dran, jedes Einzelne könnte Ihre eine Bachelorarbeit sein. Natürlich machen nicht 100 andere zum selben Thema was, sondern Sie kennen Ihren wahren Wert nicht, Ihren Populationswert. Sie müssen Ihrem Konfidenzintervall vertrauen. Und Sie sehen an dieser schönen Simulation, dass Sie ihm eben nur bedingt vertrauen können. Und zwar wie? Genau mit der Sicherheit, die Sie auch gewählt haben. Dies, was wir hier sehen, sind 90% Konfidenzintervalle. Und entsprechend sollte, sagt das Verfahren, die sind so konstruiert,
sind jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Sehen Sie das? Warum sind die eigentlich jedes Mal ein bisschen unterschiedlich? Weil die Standardabweichung in diesem Sample, also in den Punkten, die da runterkommen, natürlich jedes Mal ein bisschen anders ist. Und dann werden die immer mit dem gleichen, mit der gleichen Sicherheit quasi, mit dem gleichen Z-Wert in dem Falle multipliziert und entsprechend sind sie aber trotzdem immer noch ein bisschen unterschiedlich groß, weil die Standardfehler ein bisschen unterschiedlich groß sind. Aber das Entscheidende hier ist, wir würden erwarten, dass jedes Zehnte auch mal den Warenwert nicht einfängt oder überdeckt. Und ziemlich genau das passiert hier auch. Wir können ja mal einfach zählen. 1, da war 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, das haben wir Glück, 17, 18, 19, 20. Oh, was ist jetzt los? Jetzt müsste wirklich mal sich bald mal wieder ein rotes dazwischen schleichen. Da war wieder 1. Hatten wir lange Glück, da kommt aber dann schon wieder das nächste. Wenn ich n größer mache, was wird passieren? Die Konfidenzintervalle sollten kleiner werden, aber die Schätzung sollte natürlich, die Punktschätzung, mit der es schon losgeht, sollte natürlich auch besser werden. Das heißt, wenn ich n mal größer mache, auf so groß wie es geht, 29 oder 30, sehen Sie dann, regnet es mehr Punkte, nämlich 29. Die Konfidenzintervalle werden kleiner, dadurch könnte man sagen, verpassen Sie den Warenwert öfters. Tun Sie aber genau nicht, weil Sie sozusagen natürlich auch dank des zentralen Grenzwertsatzes eher aus einer kleineren Entfernung zum wahren Wert stammen, ja, aus dem dichten Bereich von dieser Sampling Distribution, oder also aus dem dichten Bereich der Population, muss man auch sagen. Und jetzt kann ich noch sagen, wie ist es, wenn ich mich mit geringerer Sicherheit zufrieden gebe, dann sollten sie eigentlich wieder länger werden. Ich kann mal, das kann ich, wie weit es geht, ich kann hier sagen, ich möchte, was natürlich absurd ist, nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit Sicherheit. Ich möchte also jetzt Konfidenzintervalle bauen, die nur in 50% der Fälle funktionieren, muss man sagen, den wahren Wert einfangen. Und genau das passiert hier. Wir sehen jetzt quasi gleich viele rote wie grüne Punkte. Ja? Dies nur noch eine kleine, hoffentlich ein bisschen eindrückliche Demonstration, dass, und das sehen wir gleich bei den Interpretationen nochmal, Konfidenzintervalle eben ihren Namen daher haben, dass sie nur so konstruiert sind, dass sie on the long run uns eine gewisse Sicherheit geben, den wahren Wert überdeckt zu haben. Das heißt überhaupt nicht, dass ihr einzelnes Konfidenzintervall, was sie ausrechnen, den Wert überdeckt hat oder nicht. Es hat ihn ziemlich genau einfach überdeckt oder nicht. Sie können nicht wissen, ob es geklappt hat. Gut. So much for that. Das heißt, wir gehen jetzt hier in unser Video rein und schauen dort in der Vorlesung quasi oder in den Vorlesungsslides und einige Sachen noch zusammen an. Nämlich erstens, wie interpretiere ich so ein Konfidenzintervall und wie interpretiere ich es auch nicht? Wenn Sie genau zugehört haben oder jetzt nochmal zurückgehen ins andere Video und ein bisschen auf meinen Sprachduktus achten, dann werden Sie merken, dass ich versucht habe, was relativ kompliziert ist, immer zu sagen, was ist ein 1 minus Alpha Prozent Konfidenzintervall, also zum Beispiel ein 95% Konfidenzintervall, ein Intervall, das derart konstruiert wurde, dass es auf lange Sicht in 95% aller Fälle erfolgreich den Populationsparameter abdeckt oder einfängt oder überdeckt. Wir haben also Vertrauen in das Konstruktionsprinzip, nicht unbedingt in das eine Intervall, das wir hier gebaut haben. Und vor allem gar nicht in den eigentlichen Wertebereich. Das ist so die kardinale Fehlinterpretation. Wenn Sie sagen, das Intervall ist 166 bis 170, so war es bei der mütterlichen Körpergröße, dann zu sagen, der wahre Wert liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 166 und 170. Das klingt irgendwie verdammt ähnlich zu dem, was ich gerade hier gesagt habe, ist aber was anderes. Also, wir haben gerade in der Demo das nochmal schön gesehen. Vielleicht ging es genau für Ihr Konfidenzintervall schief. Ja? Ein 90% zum Beispiel wurde eben hier für 10 Stichproben nochmal berechnet. Was ist passiert? Genau 1 war rot. Das heißt nicht unbedingt wiederum, dass wenn Sie 10 konstruieren oder 10 ausrechnen für 10 Stichproben beim gleichen Mü, dass es unbedingt genau nur einmal passiert. Kann auch zweimal passieren, kann auch gar nicht passieren. Also bitte immer bedenken, vielleicht ging es ja bei Ihnen schief. Ja? Vielleicht waren Sie Ihre Stichprobe die eine, die hier so einen roten Punkt hat. Ich kann auch das Konfidenzintervall, was auch relativ beliebt ist und im weitesten Sinne richtig ist, es als eine Art Kompatibilitätsintervall verstehen. Ich kann sagen, alle Werte, die mein Intervall überdeckt, die sind
kompatibel, wenn das der wahre Parameterwert ist, wäre er kompatibel im Sinne von wenig überraschend mit diesen Daten, die wir erhoben haben. Wir könnten also auch sagen, diese Daten, die wir hier haben, mit der und der Punktschätzung, mit dem Mittelwert zum Beispiel, die sind kompatibel mit dieser Spanne von möglichen Parameterwerten sozusagen, die wir in unserem Intervall haben. Ja. Das sehen wir, diese Kompatibilitätsidee im Sinne von, die Daten sind mit einem Parameterwert kompatibel, unter dem sie wenig überraschend wäre. Also wenn das der Parameterwert wäre, einer aus dem Intervall, dann wäre es wenig überraschend, diese Daten zu beobachten. Das sehen wir dann nochmal beim sogenannten P-Wert, also beim Signifikanztesten in ein, zwei Wochen. Auch dort gibt es so eine Idee, den P-Wert so zu interpretieren als letztlich überraschend sozusagen. Also unter einer bestimmten Annahme, dass ein Parameter wahr ist, dass also der Parameter 170 ist oder 168, wenn das der wahre Wert ist, ist eine Stichprobe mit einem Mittelwert von 167, 166 nicht sehr überraschend. Die sind kompatibel, während eine Stichprobe mit einem Mittelwert von 155 cm vielleicht schon sehr überraschend wäre oder hohen, ja, Neuigkeitswert hätte und uns dann ja auch dazu führen wird, dass wir sozusagen eine Hypothese in Frage stellen. Aber das sehen wir dann beim P-Wert. Aber diese Idee der Kompatibilität wird da nochmal reinkommen. Also, man kann auch sagen, das Intervall enthält also eine Spanne von Werten, das Konfidenzintervall, die plausibel erscheint für den Populationsparameter. Und diese Intervallgrenzen sind dann wahrscheinliche untere und obere Schranken. Das ist schon wieder ein bisschen gefährlich, weil plausibel schon verdammt nach wahrscheinlich klingt. Und das führt uns zu der einen Aussage, die man unbedingt und vermeiden sollte, nämlich, was ein Konfidenzintervall nicht ist. Man sollte unbedingt sich hüten, zu sagen, das ist die 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass μ in diesem Intervall liegt. Das ist ein bisschen philosophisch, diesen Unterschied zu machen, aber auch nur ein bisschen. Eigentlich ist es schon ziemlich wichtig, weil Ihnen klar sein sollte mittlerweile, μ oder unser Populationsparameter, der ist, was er ist. Ja. Über die Population gibt es eigentlich in dem Sinne, es gibt keine Unsicherheit. Es gibt nur Unsicherheit auf unserer Seite, wenn wir eine Stichprobe gemacht haben, wie weit wir weggelandet sind von einem wahren Wert. Aber der wahre Wert ist, was er ist. Und der springt nicht einfach herum und hat in dem Sinne, zumindest in einem frequentistischen Kontext, macht es keinen Sinn, eine Wahrscheinlichkeitsaussage über μ treffen zu wollen. Ja? Versuchen Sie einfach, diese Formulierung zu vermeiden. Wie man ein Konfidenzintervall hingegen berichtet, das haben wir schon kurz in dem anderen Beispiel gesehen gehabt. Wir hatten gesagt, zum Beispiel, dort hatten wir es für die mütterliche Größe gemacht. Hier ist es jetzt nochmal ein Beispiel, wie es aus einer ganz typischen empirischen Arbeit sein könnte. The mean response time was m equals 567 milliseconds. Und dann wird hier ein 95% Konfidenzintervall quasi direkt nach dieser Punktschätzung berichtet. Und das reicht dann von 512 bis 622. Das heißt, es ist sozusagen hier ein plausibler Wertebereich oder ein kompatibler Wertebereich gegeben. Wir können darauf vertrauen, dass nach diesem Konfidenzintervall, ein Konfidenzintervall, was so konstruiert wurde, wie wir es hier getan haben, in 95 von 100 Fällen den wahren Wert überdeckt. Und wenn wir das hier für unsere Werte auch tun, dann kommt ein Bereich von 512 bis 622 raus. Ja? Und wenn man dann in dem selben wissenschaftlichen Papier noch weitere Konfidenzintervalle berichtet, dann würde man oft dieses 95% zum Beispiel auch weglassen und auch dieses CI. Und die Leserin würde dann annehmen, wenn sie das sieht, so eine Punktschätzung gefolgt von einem Intervall, dass das das gleiche Konfidenzintervall ist, was hier berichtet wird. Ja? Das wäre quasi die Art, wie Sie ganz typisch in einem Text oder auch in einer Tabelle Konfidenzintervalle berichtet sehen. Sie sehen ja auch Intervalle wie in der Mathematik mit eckigen Klammern und mit so einem Semikolon dazwischen. Ja, wir könnten eventuell auch noch ein Beispiel ganz kurz anschauen, da gehe ich aber relativ schnell drüber. Frau Schneiders feine Sahne Fischfilets werden Ihnen jeden Tag in sehr großer Stückzahl hergestellt.
Und die langjährige Tradition von Oma Schneider lehrt uns, dass diese Fischfilets am besten schmecken, wenn sozusagen das Haus-Familienrezept von genau 120 Milliliter Sahne sich verwirklicht, wenn das hinhaut. Und die Schwankung hierum ist aber uns nicht bekannt. Jeden Tag ist Frau Schneider als gute Qualitätsmanagerin noch persönlich am Band, ja, und zieht nach einem ausgeklügelten Zeitplan immer so mal 12 Filets vom Fließband oder 12 Dosen und misst in diesen 12 Dosen sehr genau nach, wie viel Sahne da drin ist. Und ihre Philosophie beruht darauf, dass sie, solange sie sich sicher sein kann, dass an diesem Tag auch nur 120 Milliliter Sahne sozusagen dass die Fabrik verlässt oder Filets mit 120 Milliliter Sahne, solange ist alles gut. Und jetzt ist heute so ein Tag, da ist Frau Schneider ein bisschen verunsichert gleich mal, denn heute hatte sie 116 Milliliter gemessen. Und da sie ja 12 gezogen hatte heute, hat sie heute quasi eine Stichprobe mit 12 so Filetdosen. Und da waren also im Mittel, Sie hören schon raus, das Stichprobenmittel von 116 Milliliter bei 13 Milliliter Standardabweichung immerhin da. Ja? Und ihr Neffe hat ihr mal gezeigt, wie man Standardabweichungen ausrechnet. Und das können wir ja jetzt mal übersetzen und tatsächlich versuchen, eine Art Konfidenzintervall zu ermitteln, was uns dann vielleicht hilft, abzuschätzen, ob Frau Schneider nervös werden soll, die Produktion stoppen, ob hier irgendwas schiefgegangen ist oder die Charge von heute vernichten. Oder ob man nicht doch sagen kann, ja, es kann sehr gut sein, dass alles, was heute rausgegangen ist, durchaus eine Population war mit 120 Milliliter Sahne. Und in der Stichprobe war es jetzt halt mal ein bisschen weniger. Ja, war ja aber auch eine kleine Stichprobe, nur 12 Dosen. Also, wir wollen wissen, was war heute bei der heutigen Produktion des Mü sozusagen? Was war die Population der heute hergestellten Fischdosen? Gilt da, können wir davon ausgehen, dass das Mü von 120 gilt? Die Standardabweichung traditionell kennen wir ja gar nicht in der ganzen jemals produzierten Population von feine Sahne Fischfiletdosen. Aber was machen wir? Wir nehmen als beste Schätzung natürlich unsere heutige Standardabweichung. Heute war die Standardabweichung 13 Milliliter und die nehmen wir dann auch. So, was müssen wir machen? Konfidenzintervall. Wir brauchen einen Standardfehler und wir brauchen einen Margin of Error, den wir in Kauf zu nehmen bereit sind. Der Standardfehler ist recht einfach, nämlich die Standardabweichung geteilt durch die Wurzel aus n, also die Wurzel aus 12, also 13 geteilt durch die Wurzel aus 12, gibt, sage ich mal, 3,75. Und jetzt war es so, dass Frau Schneider gesagt hat, sie will diese ganze Aussage mit einer 90-prozentigen Sicherheit versehen wissen oder möchte Konfidenzintervalle so konstruieren, dass sie in 90% der Fälle die richtige Aussage treffen. Entsprechend. Warum? Weil kleine Stichprobe und weil Populationsstandardabweichung nicht bekannt, sondern nur geschätzt, greift sie zu einer T-Verteilung. Sie schaut nach, welcher T-Wert gibt mir 90% der Fläche, aber eigentlich 5% der Fläche unten und 5% der Fläche oben. Also welcher schneidet mir 90% dann nachher raus? Wenn ich das aus einer T-Verteilung mit 11 Freiheitsgraden tue, da stellt sich raus, das ist ein T-Wert von 1,8. Und dieser T-Wert für meinen Margin of Error, den multipliziere ich mit meinem Standardfehler von 3,75 und bekomme einen Margin of Error, also ein so ein Ärmchen vom Konfidenzintervall von 6,75. Damit ist Frau Schneider mathematisch fertig. Sie hat ein Konfidenzintervall ermittelt, was von 109,25 bis 122,75 reicht. Das ist ein Wertebereich, ein Bereich möglicher Populationswerte von heute. Also irgendein Wert da dazwischen wird es gewesen sein oder unsere Daten sind mit dem sehr hoch kompatibel, kann man sagen. Ja, unser Mittelwert von 116 und mit dieser Streuung passt gut zu diesem Bereich möglicher unbekannter Populationsparameter. So, und der schließt ja jetzt, so die Logik, die 120, die uns so nervös werden lassen würden, oder Frau Schneider, noch mit ein. Und deshalb sagen wir, alles in Butter, kann so weitergehen, die Charge von heute war okay, also das Qualitätsmanagement würde schlussfolgern, alles im grünen Bereich, die Intervallschätzung. Wenn die Punktschätzung uns vielleicht kurz nervös machte,
macht uns die Intervallschätzung wieder ein bisschen beruhigter, weil wir sehen, ja, es gibt auch eine Messungenauigkeit und es ist eigentlich sehr gut möglich, dass wir heute wunderbare feine Sahne Fischfilets produziert haben, die auch 120 Milliliter eigentlich verwirklicht haben an Sahne. Was wäre passiert, wenn Frau Schneider fälschlich mit dem Z-Wert aus der Normalverteilung hantiert hätte, statt mit einem T-Wert? Also sie hat mal kurz einfach vergessen oder ignoriert, dass das so eine kleine Stichprobe ist und deshalb diese Schätzung der Populationsstreuung wahrscheinlich nicht hinhaut so ganz. Dann hätte sie einen anderen Wert eingesetzt. Statt diesem 1,8 hätte sie einen Z-Wert eingesetzt. Und dann wäre ein Intervall resultiert von 1,098 bis 1,2215. Also auf den ersten Blick 109,8, 109,2 versus 122,2 versus 122,8. Das Intervall wäre minimal kleiner ausgefallen. Sozusagen. Also was wir wiederum mit der T-Verteilung jetzt gemacht haben, mit dem Nutzen eines T-Wertes, war eigentlich ein bisschen konservativer geworden sind, ein bisschen das Intervall ein bisschen breiter gemacht haben, aber damit eben auch auf Nummer sicher gegangen sind, hier diese Normalverteilungsannahme unter Umständen verletzt zu wissen und deshalb haben wir die T-Verteilung genommen. Im Folgenden möchte ich Ihnen aber auch noch kurz aufzeigen, dass ein Konfidenzintervall eben nicht nur für einen Mittelwert berechnet werden kann, sondern wir hatten gesagt, jede Statistik, jeder Kennwert aus Ihren Daten, den können wir verstehen, weil es eben eine Statistik ist in einer Stichprobe, können wir verstehen als Ausprägung von einer Zufallsvariable, die einen Standardfehler mit sich bringt, die einer Verteilung, einer oft unbekannten, aber einer Verteilung entstammt mit einer eigenen Standardabweichung, dem sogenannten Standardfehler. Und wir haben jetzt in diesem und im Video davor gesehen, wenn ich einen Standardfehler habe, kann ich das mit einer Sicherheitsaussage versehen und kann mir entsprechend ein Konfidenzintervall bauen. Oder der Standardfehler plus minus ein Standardfehler ist auch schon eine Konfidenzaussage, eben nur halt eine, nun ja, würden sagen, eine etwa 68-prozentige Konfidenzaussage. Wir können jetzt also zum Beispiel mal für eine andere Statistik, für einen anderen Kennwert aus unseren Daten, vielleicht aus anderen Daten auch, ein Konfidenzintervall machen. Und zum Beispiel ergibt es sich, dass man sehr oft an Konfidenzintervallen für den Anteil interessiert ist. Der Anteil, oder auch bekannt als die relative Häufigkeit von irgendwas in der Stichprobe, ist ja ein erwartungstreuer Schätzer für den Populationsanteil. Den kann ich mal mit Pi bezeichnen, wenn ich das ernst nehmen möchte mit den griechischen Buchstaben. Dann sage ich mal Pi dazu statt P. Ich kann also sagen, P, die relative Häufigkeit in meiner Stichprobe, zum Beispiel der Anteil Linkshänder, der Anteil CDU-Wähler, sonst was, der Anteil einer Blutgruppe, etc., kann ich verstehen als besten Schätzer, den ich habe, als Punktschätzer. Aber eben diese Punktschätzung hat auch eine Streuung, entstammt einer gewissen Kennwerteverteilung und mit einem entsprechenden Standardfehler. Der Standardfehler für so einen Anteil hat auch eine denkbar einfache Formel, die sich, nur so viel sage ich an der Stelle, die sich aus der Varianz oder Standardabweichung einer Binomialverteilung im Übrigen ergibt. Weil man kann ja sagen, es klingt ja alles sehr nach binomial verteilt. Ich hatte 100 Leute beobachtet, von denen waren 10 Linkshänder. Dann läuft das alles darauf hinaus, dass ich auch fragen kann, was ist auf Populationsebene der Erwartungswert Linkshänder und was ist die Varianz Linkshänder. Also das hat sowas mit Binomialverteilung zu tun. Und entsprechend kann ich hier auch sagen, der Standardfehler, das sage ich Ihnen einfach, ist einfach die Wurzel aus P mal 1 minus P geteilt durch N. Das ist der Standardfehler, wenn ich daraus die Wurzel ziehe. Also kann ich dann ein Konfidenzintervall mir so vorstellen, dass ich sage, wiederum, ich habe irgendeine Punktschätzung, irgendeinen Anteil geschätzt. Zum Beispiel also jede Wahlumfrage, die Sie je gesehen haben, funktioniert eigentlich ganz genau so. Ja, Sie ermitteln für die Grünen mal kurz einen Höhenflug von 27% oder sowas, mal eine Woche lang. Und dann macht die Wahlforscherin nichts anderes, als dass sie ein Konfidenzintervall daraus baut, aus Zutaten, die Sie schon kennen, nämlich aus einer intendierten Sicherheitsaussage, in dem Fall wiederum einem Z-Wert. Da können Sie genauso, das ist genau der gleiche Z-Wert natürlich, das ist genauso die 1,96, weil zentraler Grenzwertsatz gilt für alle möglichen Statistiken, hatten wir gesagt, nicht nur für Mittelwerte.
multipliziert mit einem Standardfehler. Und den Standardfehler, das sehen wir hier jetzt nochmal schön als Formel gedruckt. Hier oben ist es nur so ein bisschen nicht so schön zu lesen. Der Standardfehler eines Anteils, einer relativen Häufigkeit, ist also p mal 1 minus p geteilt durch n. Also bei den Grünen wäre das dann Punkt 2,7 minus 1 minus Punkt 2,7, also was ist das? Punkt 7,3 oder sowas? Ja, genau. Geteilt durch n, also zum Beispiel 2000 Leute, die sie befragt haben, oder eben nur 500 Leute, die sie befragt haben. Also Sie sehen auch wieder, der Standardfehler, wie jeder Standardfehler, hängt am n. Je größer das n, umso kleiner wird der Standardfehler. Und so können Sie also ein Konfidenzintervall auch für Anteile berichten. Ja, das habe ich hier so ein kleines Beispiel dazu auch mal hier noch reingeschrieben mit einer allerdings frei erfundenen Partei. Und das finde ich auch wichtig, dass man sich auch als letztlich einfach aufgeklärter Mensch über diese Messunsicherheit und damit den Standardfehler, mit dem jede Schätzung kommt, bewusst ist. Weil die allgemeine Öffentlichkeit sich dessen eben nicht bewusst ist, ist auch nicht, kann sie nicht wissen teilweise, aber es ist eben die Aufgabe auch der Kommunikatoren von Wissenschaft, das dann eben zu transportieren. Und gerade, was ich hier unten in dem Beispiel sage, ist eigentlich das, wie Medien ihr Geld verdienen. Die verdienen ihr Geld damit, dass sie heute eine Pressemeldung machen, Höhenflug der Grünen, weil sie von 26 auf 27% gegangen sind oder von 23 auf 26%, um dann nächste Woche wieder schreiben zu können, übler Absturz, weil irgendwie halt 1% oder 2% runtergegangen. Sobald Sie ein Konzept jetzt hier in der Inferenzstatistik entwickeln von zentraler Grenzwertsatz, Kennwerte von Stichproben als Zufallsvariablen, sehen Sie, dass natürlich das im Rahmen des Erwartbaren liegt, dass eine Stichprobe mal 26% ermittelt und hätten Sie 500 andere Leute befragt, wären es vielleicht 27% gewesen. Und das ist alles kompatibel mit genau dem zugleich zugrunde liegenden gleichen zugrunde liegenden Zustimmungen in der Bevölkerung zu dieser Partei zum Beispiel. Ja? Also, der Standardfehler hilft uns auch hier, Konfidenzaussagen zu treffen und eben dann zu sagen, naja gut, dieser Wert ist immer noch kompatibel mit diesem ganzen Bereich an möglichen wahren Populationswerten. Ja? Und damit einhergehend, wir bleiben noch kurz beim Anteil, kann ich auch noch einen wichtigen Punkt machen, nämlich, das spielt in der Medizin eine relativ große Rolle. Dort ist es oft so, dass ich eigentlich gerne, ich bin interessiert am wahren Anteil von Dingen, die im besten Fall nicht passieren sollen. Zum Beispiel Nebenwirkungen. Ja, ich habe also, ich glaube, im anderen Video hatte ich das kurz als Beispiel erwähnt. Ich bringe ein neues Medikament auf den Markt und natürlich interessieren mich die Vorkommnisse, die wirklich gravierenden Zwischenfälle, schwere Nebenwirkungen sehr. Ja. Muss ich kennen. Wenn nicht zur Zulassung in so einer Phase 3 von einem Medikament, dann auch später zur Beobachtung, sozusagen die Langzeiterfahrung, was passiert wirklich. Und hier ist es so, dass es die berühmte Rule of Three gibt. Und die möchte ich einfach, dass Sie die kennen oder von der mal gehört haben. Das ist eine erstaunliche, akkurate, also sozusagen wirklich, es lässt sich zeigen, die stimmt wirklich, die haut erstaunlich gut hin, aber sehr einfache Regeln, mit der Sie ab schon sehr kleinem n, also vielleicht n gleich 10, n gleich 30, gar kein Problem, abschätzen können, was ist die obere Grenze eines Konfidenzintervalls für etwas, das in Ihrer Stichprobe gar nicht vorkam. Also stellen Sie sich vor, können vielleicht auch hier einfach gleich ein, oder wir sagen erstmal kurz, wie es ist. Wenn Sie in Ihrer Stichprobe etwas, zum Beispiel eine schlimme Nebenwirkung, gar nicht beobachtet haben und Sie hatten 30 Leute beobachtet, 30 Patienten bekommen ein neues Medikament, kein einziger von denen zeigt die schlimme Nebenwirkung, dann können Sie sagen, eine plausible obere Schranke für den tatsächlichen Wert des Vorkommens, des tatsächlichen Anteils schlimmer Nebenwirkungen bei diesem Medikament, ist 3 geteilt durch n. Das ist schon die Rule of 3. Es sieht zu simpel aus, darf nicht wahr sein eigentlich, oder? 3 durch n hieße 3 durch 30. Das heißt sozusagen, nee, stimmt das in dem Fall? Lass ich kurz gucken. Das wäre quasi die obere Grenze. Kurz hier noch das aufblenden. Wir können es in dem Beispiel von der Statistikklausur uns gleich angucken. 3 durch 30. Stehe ich gerade kurz auf dem Schlauch. Das ist mir jetzt in den Videos auch noch nie passiert.
3 durch 30 ist ja 10. 10 ist ja kein Anteil. Nee, 3 durch 30 ist natürlich nicht 10, ist 0,1. Sehen Sie, das lasse ich nachher gerade mal drin, dann können Sie mir auch mal auf dem Schlauch stehen zuschauen. Also, natürlich funktioniert die obere Grenze genauso. 3 durch 30 gibt 0,1 und Sie wissen dann, diese schlimme Nebenwirkung ist höchstens 10, hat höchstens einen Anteil von 10% in der Population. Im Beispiel hier sagen wir, wir wollen die Wahrscheinlichkeit abschätzen, in der Statistikklausur durchzufallen. Sie befragen dazu 12 Kommilitonen von Ihnen, älteren Semesters, und unter den 12 ist keiner durchgefallen in der Statistik. Beruhigt Sie natürlich nur zum Teil. Sie glauben deshalb nicht, dass man nicht durchfallen kann oder dass bei Herrn Obleser in der Statistik nie jemand durchfällt. Aber Sie können vielleicht eine Intervallschätzung daraus ableiten, was so eine plausible obere Schranke ist für den wahren Durchfalleranteil. Und mit der Rule of Three können Sie sagen, ein 95% Konfidenzintervall für den Populationsanteil der Durchfaller reicht von 0. Das muss es, weil sozusagen weniger als 0 geht auch nicht. Und wir reden ja jetzt hier mit der Rule of Three nur über Fälle, wo etwas in meiner Stichprobe eh gar nicht vorkam. Also von 0 bis 3 durch n, in dem Fall also 3 durch 12, ein Viertel bis 0,25. Also, das war natürlich eine sehr kleine Stichprobe jetzt hier. Und wenn da keiner durchgefallen ist, ist es noch nicht so aussagekräftig und Sie haben deshalb ein relativ großes Intervall. Sie können es aber einfach an dieser Formel angucken, was, wenn Sie 120 Psychologiestudierende befragen, also die ganzen letzten 2 Jahrgänge oder sowas, wie viel sind denn da durchgefallen? Wenn dann da immer noch keiner durchgefallen ist, dann kommt Ihnen entsprechend Ihre obere Grenze des Konfidenzintervalls 3 durch n entgegen. Kleines Sample, großes Intervall verwirklicht sich hier wieder. Das ist die Rule of Three. Hier noch ein zweites Beispiel, können Sie sich gerne nochmal angucken. Rule of Three, sollten Sie mal gehört haben, die ist einfach auch als Faustregel unheimlich praktisch. Auch können wir ein Konfidenzintervall für einen Korrelationskoeffizienten ausrechnen. Die Korrelationskoeffizienten, die hatten wir in der Deskriptivstatistik mal so ausgerechnet und die standen dann da so nackt im Raum rum. So eine Punktschätzung, oder damals war es ja noch gar nicht eine Schätzung, da haben wir einfach gesagt, ja gut, in dieser Stichprobe jetzt ist der Zusammenhang zwischen Körpergröße der Mutter und der eigenen Körpergröße eben so und so stark. Hier in der Inferenzstatistik fragen wir natürlich, welcher Populationswert hat diese Daten eigentlich erzeugt? Wie ist es auf Populationsebene? Was sind plausible Werte für den Populationsparameter, den wir nicht kennen? Und hier hilft uns ein Konfidenzintervall. Die Korrelation in unserer Stichprobe beträgt 0,34. Ja, das haben wir im Hörsaal mal ermittelt vor einigen Jahren. 88 Werte sind unser Sample und wir behandeln das jetzt aber als Stichprobe, als Sample und fragen in der Population, wo diese Werte herkommen, was gilt denn dort für einen Zusammenhang zwischen Körpergröße, Mutter, eigene Körpergröße. Die Frage geht natürlich, muss natürlich so losgehen, was die Sicherheit, die ich will, das ist langweilig. Das kann ich in Z- oder T-Tabelle nachgucken. Die interessante Frage ist also, was ist der Standardfehler einer Korrelation? Ich brauche einen Standardfehler und das Problem ist, mehrere Probleme, was heute mit Computer Power nicht mehr so ein Problem ist, ich könnte irgendwie simulieren, was der Standardfehler ist, aber Sir Ronald Fisher, der viel für die Statistik getan hat, hat das Problem für uns schon gelöst. Der hat nämlich gesagt, okay, also normal verteilt ist Pearsons R nicht, kann es auch eigentlich nicht sein so richtig, weil es ja diese harte Grenze bei 0 und bei minus 1 hat, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich dann R irgendwie schön normal verteilt. Also es ist so qua seiner Konstruktion nicht normal verteilt. Aber ich könnte R transformieren und das hat er gemacht, das ist die sogenannte Fischer-Z-Transformation, das ist ein bisschen was anderes als die Z-Transformation, die wir benutzen. Fischers Z ist im Prinzip so ein Spiel, dass ich das R eigentlich letztlich logarithmiere. Sie haben das in den Unterlagen auch, es spielt jetzt hier in der Statistik 1 keine Riesenrolle, Sie sollten mal von gehört haben, Fischer-Z-Transformation, eine Art, wie ich Korrelationskoeffizienten transformieren kann, damit sie eher normal verteilt sind. Dieses Fischers-Z, also dieses transformierte Pearsons R, ist dann wiederum so verteilt, dass es einen einfach zu handhabenden Standardfehler hat, nämlich 1 durch die Wurzel aus n-3. Das minus 3 schockt uns jetzt gerade ein bisschen.
Tut aber erstmal nichts zur Sache, nehmen wir zur Kenntnis. Es gibt einen bekannten Standardfehler für Fischer Z. Wenn ich also R nach Fischer Z transformieren kann, dann kann ich dort in so einer Fischer Z-Domäne, könnte man sagen, dort könnte ich dann einen Standardfehler und ein Konfidenzintervall ausrechnen und dann müsste ich nur sicherstellen, dieses Konfidenzintervall wieder zurück zu transformieren in einen Pearsons R-Wert. Und genau das kann man tun. Ich kann sagen, ich mache so eine Fischer Z-Transformation, haben Sie auch in der Formelsammlung. Hier sehen Sie, da geht Ihr Korrelationskoeffizient von Punkt 34 ein und der wird durch diese kleine Maschine, durch diesen kleinen Algorithmus hier durchgeschoben. Das ist quasi einmal plus der Koeffizient durch einmal minus den Koeffizienten, davon der natürliche Logarithmus und das Ganze nur zur Hälfte. Er gibt mir einen Fischer Z-Wert, der so ein bisschen, sehen Sie das, so ein bisschen extremer ist. Die sind so ein bisschen weggerückt von der Null. Wenn Sie einen Korrelationskoeffizient von genau Null da durchschieben, dann kommt genau Null raus. Aber wenn Sie was Kleines nah bei 0 rausschieben, kommt was raus, was ein bisschen weiter weg ist. Und wenn Sie was ganz nah bei 1 reinschieben, dann kommt was raus, was fast unendlich ist. Also das Fischer Z glättet Ihnen die Werte so ganz weit aus und macht deshalb so was fast oder was normal verteiltes drauf. Also, R von Punkt 3,4 wird zu einem Fischer Z von Punkt 3,5,4. Wie geht es weiter? Den Standardfehler hat er uns gerade einfach serviert. Der Herr Fischer hat gesagt, 1 durch n minus 3, also 1 aus, durch der Wurzel aus 85 in dem Fall, ist etwa Punkt 1, das ist unser Standardfehler. Dann können wir uns hier ein 95% CI rund um unsere Fischer-Z-transformierte Schätzung von etwa Punkt 3,5 ausrechnen, indem wir mit der klassischen aus der Z-Verteilung geklauten Sicherheit hier operieren, 1,96, also etwa zweimal den Standardfehler und das muss man einmal abziehen, der Margin of Error hier einmal abgezogen und einmal drauf addiert, kommt ein Konfidenzintervall raus von Punkt 1,4 bis Punkt 5,6. Jetzt muss man aufpassen, wir sind noch nicht fertig. Warum nicht? Weil das ist ein Konfidenzintervall, aber es ist eins für diesen Fischer-Z-transformierten Wert. Wenn Sie es jetzt wirklich Ihre Leserschaft wieder verständlich darstellen wollen, dann gehen Sie wieder zurück und rückabwickeln diese Fischer-Z-Transformation und landen mit dieser kleinen Transformation, die im Prinzip hier einfach diesen Logarithmus, dieses ln Logarithmus, den natürlichen Logarithmus rückgängig macht durch diese Eulersche Zahl, durch dieses e hoch, landen bei einer Konfidenzaussage für Ihren Korrelationskoeffizienten. Wir wissen jetzt also, wenn ich 88 Leute habe und eine Korrelation von Punkt 3,4 beobachte in diesen 88 Studierenden da, zwischen deren Körpergröße und der mittellichen, dann ist das ist es plausibel oder kompatibel, sollte ich sagen, mit einer Spanne von tatsächlichen Korrelationen auf Populationsebene. Die könnte entweder so klein wie Punkt 1,3 sein oder auch so groß wie Punkt 5. In dem Bereich wird der wahre Wert, der tatsächliche, liegen, der diese Stichprobenkorrelation hervorgebracht hat. Und einer geht noch, nämlich, wir haben jetzt also quasi als Spezialfälle in diesem Video ein Konfidenzintervall für einen Anteil uns angeguckt, Stichwort Nebenwirkungen, Stichwort Wahlumfragen. Wir haben uns einen Konfidenzintervall für eine Korrelation angeguckt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir Korrelationen eben in den Sozialwissenschaften oder generell in der Wissenschaft ständig benutzen. Pearsons R ist ein unglaublich populäres Maß. Und im ganzen medizinischen und Risikokompetenzbereich natürlich Odds Ratio als ein Zusammenhangsmaß für kategoriale Daten. Auch dort war es ja so, wir haben irgendwie eine kleine Stichprobe oder eine relativ kleine Stichprobe, auf jeden Fall immer eine Stichprobe, rechnen dort eine Veränderung der Chance aus, dass irgendwas passiert oder eintritt. Und wenn diese Chance von 1 abweicht, wenn dieses Chancenverhältnis, muss man ja sagen, also dieses Odds Ratio von 1 abweicht, dann sagen wir, da gibt es einen Zusammenhang. Also wenn du das hier in diesem Beispiel zum Beispiel, wenn du Medieninformatikerin bist, hast du irgendwie eine erhöhte Chance oder wir hatten eine erhöhte Chance, da in dieser Stichprobe einen Studienabbruch zu beobachten, relativ zu den Psychologen. Also insofern resultiert hier ein Odds Ratio, was eben nicht 1 ist. In diesem Beispiel können Sie gern für diese Tabelle nochmal ausrechnen. Das ist so, man würde sagen, leicht erhöht. Also die Medieninformatikerin
haben laut dieser Stichprobe eine um 25% erhöhte Abbruchquote. Aber das ist eben eine Deskriptivstatistik. Wir haben das ausgerechnet für diese Stichprobe. Auch dafür hätte man gern ein Konfidenzintervall. Und auch hier ist es so, dass es einen Standardfehler für Odds Ratio gibt. Dieser Standardfehler, ich mache das hier sozusagen wie so ein kleiner Zoo der Konfidenzintervalle. Das soll Ihnen nur so ein kleines, so eine Illustration der möglichen Konfidenzintervalle geben. Ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie sozusagen, wenn man Sie nachts um 3 weckt, in der Lage sind, diese Dinge von Hand auszurechnen. Es geht darum, dass Sie hier nochmal sehen, das Konzept des Konfidenzintervalls bleibt immer gleich. Sicherheitsaussage mal Standardfehler. Und den Standardfehler muss ich eben gucken, wo ich den herkriege, wie man den ausrechnet. Das ist jetzt in dem Fall eigentlich dann sozusagen auch Lehrbuch- oder Wikipedia-Wissen zu sagen, Odds Ratio selber hat keinen so guten Standardfehler, wissen wir nicht, wie das sich verwirklicht. Aber Log Odds Ratio, das hat einen schönen Standardfehler, nämlich der steckt hier drin. Das hier ist der Standardfehler von Odds Ratio. Also eigentlich ist es auch ganz einfach wieder. Nämlich, das sind im Prinzip ja auch die Ns, wie sie sich auf die Tabellen verteilen. Also wie viele Leute hattest du in der Zelle A, wie viele in der B, wie viele in C, wie viele in D. Dann wird es hier so, man kann sagen, ein bisschen zusammen gemittelt quasi. Und das ist der Standardfehler, der mit einer Sicherheitsaussage multipliziert wird. Und das Ganze findet aber in so einem logarithmischen Raum wieder statt, weil ich quasi sage, das ist der Standardfehler vom logarithmierten Odds Ratio. Und dann muss ich, damit das wieder nachher im Odds-Ratio-Bereich ist, diesen Logarithmus rückabwickeln, indem ich e hoch, das heißt dieses exp hier, also eigentlich ist das hier sozusagen e hoch diesen ganzen Ausdruck, so kann ich das auch machen, wenn Ihnen das hilft, e hoch dieser Ausdruck, und dann ist es, warum sind das zwei Zahlen? Weil hier einmal das mit Plus gemacht wird hier drin und einmal wird das mit Minus gemacht. Da ich in dem Fall mal zum Spaß sehr sicher sein wollte und gesagt habe, lassen Sie uns mal, wenn Sie da oben genau gucken, ein 99% Konfidenzintervall ausrechnen, müssen Sie entsprechend mal mit einem anderen Z-Wert arbeiten, und zwar einem, der nur noch ein halbes Prozent oben abschneidet und dann nachher auch ein halbes Prozent unten. Das heißt, Sie nehmen die 2,58, was natürlich den Margin of Error größer macht, größer als 1,96, und multiplizieren den. Und dieser Standardfehler ist hier Punkt 6,1, der mit 2,58 multipliziert werden muss, sodass wir dann, wenn wir unten rauskommen, ein Konfidenzintervall berichten müssen, was von Punkt 2,6 bis 6 reicht. Das heißt, diese Stichprobe war letztlich so klein, dass es sein könnte, mit großer Sicherheit, nämlich quasi mit einer Sicherheit fast von 1, kann ich sagen, entweder auf Populationsebene ist der Zusammenhang komplett andersrum, dass nämlich die Psychologen ein fast, ich könnte sagen, vierfach erhöhtes Risiko haben, oder anders gesagt, die Medieninformatiker nur ein Viertel, jetzt habe ich Risiko schon wieder gesagt, haben Sie es gehört? Ich Risiko gesagt habe, ein Viertel der Chance haben, die Psychologen haben, Studienabbrecher zu werden, oder eine sechsfach erhöhte Chance oder eine sechsfach erhöhte Quote des Studienabbruchs aufweisen. Das ist ein so großer Wertebereich, dass wir sehen, das ist eigentlich, dieser Schätzung sollten wir überhaupt nicht vertrauen. Quasi, ja? Und das ist gerade bei medizinischen Studien sehr wichtig. Wenn Sie Odds Ratios sehen, die so ein bisschen über 1 sind oder 2 sind, ist es umso wichtiger, dass Sie auf die Konfidenzintervall gucken und schauen, ja, wie groß war letztlich die Stichprobe, wie groß war der Standardfehler, der hier eingeht. Weil vielleicht ist die 1 als der Bereich, wo ein Odds Ratio eben bedeutet, es gibt keinen Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. Wenn es mitten in dem Konfidenzintervall liegt, wie hier, muss man sagen, diese Schätzung, auf der sollten wir gar keine Schlüsse aufbauen. Das, was ich Ihnen zum Ende hier nochmal mitteilen wollte, wir haben heute in diesem kleinen Panoptikum also verschiedene Arten gesehen, wie man Konfidenzintervalle ausrechnet, aber es geht immer wieder zurück auf die gleiche Idee, eine Sicherheitsaussage, die ich mir aus einer dem zentralen Grenzwertsatz geschuldeten Verteilung hole, Z oder T. Für unsere Zwecke sind das die zwei Fälle, die auftreten, mit dem entsprechenden Wert dann, der meiner gewünschten Sicherheit bei der Konstruktion dieses Intervalls entspricht, multipliziert mit einem Standardfehler, und wo ich den herbekomme,
Das muss ich dann eben auch jeweils nochmal überlegen oder auch einfach in der Praxis, Stichwort Bachelorarbeit, nachschlagen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.